Hi, das ist Greg, der arme Nerd. Eure Königin ist hier. Ich liebe euch, Leute. Carol, die reiche Königin. Oh, danke für den Stuhl, Loser. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Kevins persönlicher Hubschrauber landet gleich. Der superreiche Kevin ist in the house. Ihr schreibt heute einen Test. Gratuliere. Carol. Kevin, steckt dein neues iPhone weg. Greg, mein Lieblingsschüler. Fangt an. Die Sterne sagen, dass ihr unterschiedlich seid. Also brauchen wir einen Plan. Ihr müsst ein dreistöckiges Etagenbett wie dieses bauen. Ihr könnt jetzt anfangen. Viel Glück. So viel Müll. So viele Möglichkeiten. Wie geht das stinkt. Silberne Farbe. So viele Dosen. Wir könnten die ganze Welt anmalen. Was ist das denn? Die alte Haut eines Hausmeisters? Igitt, wirf es weg. Cool, ein Overall. Was für ein Glückshund. Danke, Leute. Oh, ich sollte mich auch umziehen. Was für ein Albtraum. Ich mach das nicht. Sicherheitsdienst? Ich bin urlaubsreif. Buch mir einen Flug. Viel Glück. Ich mach Urlaub. Hey, wo willst du hin? Tada! Bereit anzufangen? Wir müssen erst aufräumen. Willst du das benutzen? Eine Nagelfeile? Du brauchst etwas Größeres. Hier ist mein Werkzeug. Stahlsteine sind super. Rosa ist die beste Farbe. Puh, ich muss mich abkühlen. Ein Schluck Limonade. Halt mal. Ich mag auch Limonade. Vielleicht kann man sie als Farbe benutzen. Sieh mal, Carol, ich habe ein Sodabett. Was sagst du? Sehr kreativ. Ich nehme das und das und das. Danke für die Lieferung. Warte. Ist etwas für mich dabei? Ich habe ein Penny. Das reicht für diese Schachtel. Danke. Hi Leute, bekommt ihr auch Taschengeld? Kommentiert unten. Der rosa Pelz wird super in meinem Bett aussehen. Nur noch etwas zurechtschneiden. Aus dem Rest kann ich ein Kopfkissen machen. Ah, so flauschig. Wie ein süßer, flauschiger Hase. Ich habe auch was Tolles. Ein Rasen. Hey, Carol. Sieh dir meinen Rasen an. Wow, super Idee. Ich will mehr Kissen. Das ist ja perfekt. Brauchst du auch welche? Ich habe Heu. Und alten Stoff. Wer arm ist, sollte nicht wählerisch sein. Ich kann eine bequeme Matratze machen.
und Pappe auf dem Boden. Es reicht, wenn es weich ist. Und es riecht auch nach Natur. Sehr schön. Carol, wie weit bist du? Ich habe einen Vorhang gemacht. Was sagst du? Wow. Ich habe einen Karton und ein Messer. Sieh dir meinen Teppich an. Ich werde dir zeigen, wie reich ich bin. Wow, mein Schmuckkästchen. Diamanten sind der beste Freund eines Mädchens. Wie schön. Da fehlt noch was. Genau. Goldene Zweige. Als ob ich in einem Märchenwald schlafen würde. Meine Verzierungen werden genauso gut sein. Ich benutze alles, was ich finden konnte. Dekoration aus Pappe. Ich muss sie nur noch zurechtschneiden. Dann wickle ich mein Bett in Pappe ein. Ich find's toll. Aus diesem Netz könnte man einen Vorhang machen. Wow, als wäre ich ein glücklicher Goldfisch. Dieses Bild wird super aussehen. Wow, Greg. Sehr kreative Ideen. Jetzt kann ich mich beim Goldtetris-Spielen entspannen. Komm schon, kleine Schlange. Dreh dich. Wie wäre es, wenn ich diese Schlange in ein Licht verwandeln würde? Oh ja. Das beste Bett aller Zeiten. Mein Bücherregal ist aus Pappe. Ich liebe meine Bibliothek. Und den Pappstiftbecher. Wo ist meine Brille? Super. Aber ich kann nichts sehen. Ich brauche Licht. Meine Smartphone-Taschenlampe. Oh nein, der Akku. Ich habe eine Idee. Eine neue Bücherlampe. Lesen erhält meine Welt. Licht an. Die Rechnung bitte. Pft, 200? Das ist doch gar nichts. Oh nein. Ups. Mein Bankkonto ist auf Null. Oh nein. Puh, was für ein Albtraum. Ich muss einen Geldtraumfänger machen. Mal sehen, was habe ich denn in der Handtasche? Super. Ich kann loslegen. Fertig. Der perfekte Traumfänger. Jetzt werde ich immer davon träumen, reich zu sein. Keine Albträume mehr. Ich kann nicht schlafen. Die Pappe ist zu hart. Ich weiß was. Ich werde ein weiches Kissen aus Heu und einem Sack machen. Es riecht, als würde ich auf einer Wiese schlafen. Und hier ist mein Traumfänger. A+. Süße, kreative Träume. Jetzt wird Greg sogar im Schlaf schöne Träume haben. Hi Kevin, was hältst du von unserem Bett? Hi Kevin, ist mein Bett nicht fantastisch? Hi Leute, der beste Urlaub aller Zeiten. Was? Ihr habt das alles selbst gebaut? Was hältst du von meinem tollen Bett? Ist das nicht super? Okay, der Urlaub ist vorbei. Das sind alle meine Vorbilder. Hi Jungs. Das sind meine Vorbilder.
Ich liebe euch alle. Ihr seid so kreativ. Oh, das ist Kevins Hubschrauber. Er ist wieder da. Hi. Hallo. Ich habe euch Souvenirs mitgebracht. Tropische Getränke. Und ein Fächer. Wo ist mein Bett? Wie soll ich das sagen? Du warst nicht hier. Also ist dein Bett auch nicht hier. Verstehe. Sicherheitsdienst. Warum habe ich kein eigenes Bett? Bring das in Ordnung. Sofort. Nur 5 Minuten, Sir. Beeil dich. Ein goldenes Bett. Mit einem goldenen Kopfkissen. Mach weiter. Wartet, das ist die Bank. Wir brauchen mehr Gemälde aus dem Museum. Gelddekoration und mehr Gold. Er versucht mich zu schlagen. Das klappt aber nicht. Fass das Gold nicht an. Bargeld ist eine gute Füllung. Diese Milliardäre gehen mir auf die Nerven. Danke. Fertig? Du kannst gehen. Er hat so ein Glück. Das gefällt mir. Gut gemacht. Sehr schön. Bist du neidisch? Was für ein Angeber. Ich weiß, wie man ihn schlagen kann. Hallo? Ich brauche eine Rutsche. Danke für die Lieferung. Jetzt kann ich direkt vom Bett in den Pool rutschen. Wow. Carol hat mich geschlagen. Eine Rutsche ist eine Million-Dollar-Idee. Ich weiß. Juhu. Ich liebe den Pool. Leute, es wird Zeit, dass ich eure Arbeit benote. Greg, zeig mir dein Bett. Ein Leselicht? Sehr schön. Hier ist ein Stern. Carol, was hast du? Ich werde es Ihnen zeigen. Mein weiches, teures Bett. Nicht übel. Das hast du gut gemacht. Du bekommst auch einen Stern. Und das ist mein Million-Dollar-Bett. Sieh's dir an. Das ist Privatbesitz. Du darfst da nicht rein. Okay, hier ist dein Stern. Du hast es geschafft. Hey, das ist mein Stern. Gib ihn zurück. Nicht anfassen. Was? Wie kannst du es wagen? Du arbeitest für mich. Ich werde meinem Dad davon erzählen. Haha, er ist beleidigt. Gib mir 5. Wir haben gewonnen. Jetzt können wir uns entspannen.